Herr Makaj, der belarussische Außenminister, fragt, hat die EU eigentlich eine Strategie bezogen auf Belarus? Da ist natürlich ein scharfer Unterton drin. Aber diese Frage können wir weitergeben, denn wir gehen jetzt nach Brüssel, wo das Europäische Parlament zu einer Minisitzung zusammengekommen, heute und morgen. Und unser EU-Korrespondent Jan-Christoph Nüse ist bereits vor Ort. Jan-Christoph, Sie verfolgen das bereits seit vielen Tagen. Was man sich von außen ein bisschen fragt, ist, was tut die Europäische Union eigentlich? Arbeitet sie an einer angemessenen Antwort auf die Vorgänge in Belarus? Die Antwort könnte lauten ja, aber die Frage ist auch, wie könnte diese Antwort aussehen? Ja, die Europäische Union versucht jetzt in der aktuellen Situation, der aktuellen Krise, zunächst mal zu verhindern, dass weitere MigrantInnen an die Grenze gebracht werden durch Lukaschenko, durch andere. Und das tut sie auf zwei Wegen. Gerade heute wird eine Entscheidung fallen, wie man die belarussische Seite von Transportmitteln und Transportwegen abschneidet. Also der Vizepräsident der Europäischen Kommission ist unterwegs in einige Länder, unter anderem den Irak, unter anderem Länder im Nahen Osten, um dort zu erreichen, dass dort keine Start- und Landegenehmigungen mehr für solche Flüge erteilt werden. Und das Zweite ist, dass die EU heute die Versammlung der Vertreter der Mitgliedstaaten eine Entscheidung treffen wird, dass es künftig nicht mehr erlaubt sein wird, an Fluggesellschaften aus Belarus Flugzeuge zu verleihen. Denn es hat sich herausgestellt bei den Recherchen hier in Brüssel, dass die Hälfte der Flugzeuge, die benutzt wird, um Migranten nach Polen an die belarussische Grenze zu bringen, dass die geleast wurden von Firmen in der Europäischen Union, zum Beispiel in Irland, zum Beispiel in Dänemark. Und heute wird die Entscheidung getroffen, dass das auch künftig unter die Sanktionen fällt. Und im Allgemeinen ist man eben der Meinung, man hat ja die Wahl Lukaschenkos nicht anerkannt, dass all das, was jetzt passiert, einfach nur zeigt, dass die bisherigen Sanktionen durchaus ihre Wirkung haben. Also die europäische Position und Strategie lautet weiterhin, lass uns den finanziellen Hebel benutzen und den Wirtschaftshebel und hält daran fest. Es ist ja sozusagen auch noch die Forderung, auch aus deutscher Seite im Raum, nach einer Verschärfung dieser Sanktionen. Was man sich in den letzten Tagen ein bisschen, das hat sich ja aufgebaut an der Grenze und die Bilder sind auch immer gravierender und deutlicher geworden. Aber was man sich ein bisschen gefragt hat, ist, wo sozusagen die ganzen außenpolitischen Fachkräfte, ich sage es jetzt mal bewusst salopp, also es gibt hier einen EU-Außenbeauftragten mit dem Spanier Borrell, wo die eigentlich abgeblieben waren, warum man von denen so wenig gehört hat. Christoph, wenn Sie uns noch mal erklären können, wie man sich das vorstellen muss, Positionsfindungen bei den Europäern. Das ist ja keine einfache Geschichte. Ja, die Europäische Gemeinschaft besteht ja aus einer Versammlung von mehreren Verträgen. Und in den Verträgen haben Mitgliedstaaten bestimmte Souveränitätsrechte abgetreten an die Europäische Union. Nur im Fall Außenpolitik, da ist das eben nicht der Fall. Außenpolitik ist nach wie vor die Domäne der Mitgliedstaaten. Und in den Mitgliedstaaten, da haben wir noch nicht mal die Außenminister das große Wort, sondern es ist immer die Premierministerin, das ist der Ministerpräsident, der macht die Außenpolitik, die europäische Außenpolitik. Und das beschränkt natürlich den Einfluss, den Herr Borrell als Beauftragter für Außenbeziehungen haben kann. Die Mitgliedstaaten sind es, die agieren. Das ist auch heute zu sehen, denn der Präsident der Runde der Mitgliedstaaten des Europäischen Rates, Charles Michel, der ist heute nach Polen gefahren. Der spricht in diesen Minuten mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Wir erwarten da auch noch eine Pressekonferenz. Und das ist sozusagen eine Aktion, die dazu beitragen soll, dass die andere Seite, Belarus und Russland, aus der Aktion nicht das politische Kapital schlagen können, das sie eigentlich haben wollen, aus diesem, ich sag mal, politischen Hinterhalt. Denn das Problem ist ja, dass die polnische Regierung zurzeit an der Grenze in einer Weise agiert, die in Brüssel hier sehr kritisch gesehen wird, die in Brüssel als problematisch gesehen wird, weil da möglicherweise die Rechte von Menschen, die an der Grenze sind, die geflüchtet sind, aus welchem Grund auch immer sie an die Grenze gekommen sind, weil die da möglicherweise nicht so zu ihren Rechten kommen, wie man sich das vorstellt. Die polnische Polizei nimmt ja Menschen, die über die Grenze gegangen sind, fest. Sie sagt, das sind illegale Immigranten, die gehören ins Gefängnis. Und das ist eigentlich nicht die Position der Europäischen Union. Und aus diesem Grunde finden diese Gespräche heute statt von dem Präsidenten Charles Michel, um eben zu erreichen, dass die polnische Regierung möglicherweise da nicht so agiert, dass diese Bilder, die man an der Grenze sehen wird, dann für politische Propaganda in Belarus oder anderswo gebraucht werden können. Ein gewisses Erpressungspotenzial von belarussischer Seite, das die Europäer versuchen zu unterlaufen, egal wie kompliziert das strukturell ist, von einem vielstimmigen Chor eine wenigstens halbwegs einstimmige Position zu finden. Vielen Dank sozusagen für diese Erklärung dieser komplizierten Hintergründe von Positionsfindungen in Belarus.
politischen Europa. Tatsächlich, wir haben es angesprochen, gibt es heute einen Anlass, weshalb wir mit Ihnen in Brüssel sprechen. Es gibt eine terminierte Sitzung des Europäischen Parlaments. Dieses Thema ist quasi zusätzlich auf die Tagesordnung gedrängt, zumindest auf den Fluren, aber natürlich auch im Plenum. Aber es gibt auch sonst ein hochgesetztes Thema, was im Grunde genommen fast schon inhaltlich anknüpft, Christoph, nicht wahr? Ja, heute um 15 Uhr spricht hier im Europäischen Parlament in Brüssel der Hochkommissar, der Beauftragte der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Er wird in seiner Rede natürlich zum Beispiel die Forderung wiederholen, die er vor wenigen Wochen aufgestellt hat, dass die Europäer mehr Flüchtlinge aus Nachbarländern Afghanistans aufnehmen sollen, die aus Afghanistan geflohen sind vor den Taliban. Das wird Teil seiner Rede, auch Teil der Debatte sein. Wie gehen die europäischen Mitgliedstaaten mit dem Ende der Situation in Afghanistan um? Aber natürlich anschließend schließt sich noch mal die Debatte an, wie ist denn die aktuelle Lage? Wie können Europäer verhindern, dass diese Krise für Leute, die die Europäische Union insgesamt ablehnen, zum politischen Kapital wird? Da wird das Europäische Parlament in ausführlichen Debatten anschließend nach der Rede des Hochkommissars darüber reden. Und Phoenix überträgt nicht nur die Reden und die Debatte, sondern wir machen auch um 14.45 Uhr noch mal Interviews mit Experten zu diesem Thema und melden uns dann live wieder hier aus Brüssel. Christoph, das unterstütze ich noch mal, denn wir hatten uns das für Sie notiert. 14.45 Uhr können wir Sie wiedersehen, live aus Brüssel mit Europaparlamentariern im Gespräch. Danke für diese Eindrücke und Hintergründe für den Moment und alles Gute nach Brüssel. Dankeschön.